So, willkommen zurück beim Let's Play. Wir haben gerade die Off-Certification abgeschlossen und können nun unser Flugzeug auch in ohne Flugunterstützung bewegen. Und das werden wir auch brauchen, denke ich. Denn jetzt geht's mit der Story so richtig los. Unser nächster Auftrag führt uns nach Rio de Janeiro, Brasilien. Der Codename ist Glasshammer. Und da wollen wir sehen, was uns da erwartet. Kurzer Überblick. Ja, Jagdflieger, Marineeinheiten, Bodentruppen, alles dabei. Schön, dass Sie Ihr Zertifikat haben, Crenshaw. Wenn einer wie Sie das schafft, sollten die anderen Piloten keine Probleme haben. Willkommen in Rio. In den letzten Monaten eskalierten die Feindseligkeiten zwischen Brasilien und Las Trinidad, der nationalistischen Anti-US-Allianz, die die Staaten an Brasiliens Nordgrenze regiert. Die Spannungen haben nun einen Höhepunkt erreicht und beide Seiten sind in höchster Alarmbereitschaft. Jederzeit könnte ein Krieg ausbrechen. Das ist eine große Chance für unsere Firma. Unser Aktienwert hat sich durch Spekulationen, dass wir die Kampfhandlungen gegen Las Trinidad anführen werden, fast verdoppelt. Nach den Vertragsmodalitäten könnten Kampfprämien und Leistungsboni einen zusätzlichen Profit von mehreren hundert Millionen Dollar bedeuten. Crenshaw, Ihre Staffel ist ein Schlüsselelement in der Verteidigung von Rio. Beschützen Sie die Stadt mit Ihrem Leben. Viel Glück und gute Jagd, Captain. Seien Sie wachsam. Oh, eine Anti-US-Allianz. Ist ja interessant. Ja, was haben wir denn? Ach ja. Ja, in der letzten Folge habe ich gemeint, das wäre eine Sukowski. Ist natürlich falsch. Sukowski baut zwar auch Fluggeräte, ist eine russische Firma oder eine aus der ehemaligen Sowjetunion, aber doch eher für Hubschrauber bekannt. Dieses Flugzeug, der Jäger hier mit dem Codenamen Flanker, ich glaube die Firma heißt Sukhoi oder so, ich möchte mich da nicht festlegen. Auf jeden Fall nicht Sukowski. Ja, wir haben eigentlich alles als Gegner, Bodentruppen, Wassertruppen, die wie Bodentruppen eigentlich anzufliegen sind und Bomber und Jäger. Also brauchen wir ein Allround-Flugzeug. Wir gucken mal, niedrige Zuladung, steile Anwinkel oder Zuladung. Wir gehen mal unser Arsenal durch. Die ist gar nicht so geil. F2 vielleicht. Nein, ich möchte was mit Doppelkanone, ist auch nicht schlecht. Niedrige Zulage, instabil. Ach, nein. Ja, soll schon ein bisschen Spaß machen. Ach, nehmen wir die Su-27. Bewaffnung haben wir nur eine. Und wir fliegen als Experte. Das ist die Voraussetzung, dass wir diesen Off-Modus benutzen können. Wir können ja mal hin und her schalten, also das steht uns ja frei. Und es bedeutet, dass der Off-Modus auch frei ist und wirklich frei von Flugunterstützung. Ich glaube, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, da gab es noch eine Zwischenvariante, dass man da nicht ganz frei fliegen kann und dann auch eingegriffen wird. So! Auf geht's! Führer hier Oracle, Sie sind auf Kampfpatrouille. Fliegen Sie zur Route 3-0. Der nächste Wegpunkt ist auf der ERS-Tag-Map markiert. Oracle out. Oracle, hier 3x11. Sind Informationen unter Wartbefehle. Habt ihr eine Ahnung, worum es geht? Die Einsatzleitung lässt uns im Dunkeln. Standardprozedur, Turner. Die Operation heißt, je weniger du weißt, desto besser schläfst du. 837, Casper. Bitte bei nächster Gelegenheit Kurs 840 setzen. Roger, Reaper 1-2. Ich gehe auf Kurs. Schwamm Reaper, Formation beibehalten und Patrouille fortsetzen. Erwarten Sie weitere Anweisungen von der Flugleitung. Beachten Sie, dass wir den Leiter des Bodenteams ebenfalls auf dieser Frequenz haben. Dragon 2-6, wie ist Ihr Status? Hier ist Dragon 2-6. Meine Männer haben Defensivstellungen in und vor der Stadt eingenommen. Erwarten Befehle. Ja, wir sind ja richtig hier vollzählig. Alarm an alle, Alarmstufe 1, wiederhole, bestätigt der Alarm der Stufe 1. Feindeinheiten treten aus verschiedenen Richtungen vor. Mehrere Jäger im Anflug aus Richtung 090. Bereithalten zum Abfangen, wiederhole, bereithalten zum Abfangen.
Sie haben nur eine Option, Reaper. Alle Feindeinheiten, ich wiederhole, alle Feindeinheiten im Kampfgebiet anzugreifen. Los 090, der Vektor auf dem Hart wurde aktualisiert. Feuer frei. Verstanden. Wir fangen die Banditen ab. Ja, da wollen wir mal gucken. Waffe ausgeschaltet. Nicht von vorne. Sondern von den Demo-Modus. Ziel erfasst. Noch ein paar mehr. Schaumführer, ihr Flügel, Bandit abgeschossen. Ich horte eine flotte Marineeinheit, die sich schnell der Küste nähert. Eine Invasion von See aus? Wir haben jetzt schon alle Hände voll zu tun. Rakete im Anflug. Schaumführer, Vorsicht, Amphibienfahrzeuge halten auf die Stadt. Sie haben Angriffsfreigabe. Verstanden, Oracle, wir schalten Sie aus. Wir kommen vorbestätigt. Auf hier, Doppelschutz. Weitere Banditen im Anflug. Sie sind in ein paar Sekunden bei Ihnen. Die sollen sich eine verdammte Nummer ziehen. Wir machen schon so schnell es geht. Oh, ob ich hier erwische? Mein Flugzeug angeschossen. Das ist brutal. Im Kampfeinsatz. Allerdings, Casper, das Trinidad geht aufs Ganze. Nebenbei sind wir hier noch zugequatscht. Ja. Mick? Mick 29? Scheiße. Ich einfach mal drüber, das geht ja gar nicht, also hier ist ja wirklich die Hölle los, wie es scheint. Scheint nur so, ist es so. Marineeinheiten, Panzer, Jäger, Bomber, das ganze Programm. Und da habe ich noch zwei Boote stehen lassen. Geht das noch? Nein, das geht nicht. Ja, das schon weit in der Stadt weg. Ich hab eine Liste, ich muss doch 4 von 12 Booten zerstören. Voraus sind welche, das ist ein anderes Boot. Dann ist es abgehakt. Da muss noch eins sein. Panzer, ein anderes Boot. Panzer muss ich auch noch abschießen. Oh, das schießt dann Haus. Ziel in Schussweite. Ziele zerstört. Rakete von Schwarm Reaper, hier Oracle. Es gibt neue Primärziele. Eine Welle schwerer Bomber fliegt auf das Stadtzentrum zu. Wenn nur einer dieser Bomber durchkommt, liegt Sie in Schutt und Asche. Fangen Sie sie ab, egal wie. Ich setze mich hinter Sie. Reaper bestätigt, wir kümmern uns um die Bomber. Alter, in der Stadt ist der voll von allen. Ziel erfasst. Ziel erfasst, erledigt Sie. So, und hier wollen wir nochmal EAS ausnutzen, hier zwischen den... Zwischen den Hochhäusern. Ich habe nur gerade vergessen, welche Taste ich das halt wie ihre auch verstanden. Ich glaube, das überrascht. So, alles ist hoch und runter. Auch so, selbst gekonnt. Gebe ich jetzt zu. Noch einfach hier gestickt. Schwarmführer, unsere Truppen an der Küste werden schwer getroffen. Die gehen schon auf den Zahnfleisch. Das ist nur aufpassen, dass wir noch nicht. Du hast 2 und 4 auf dem Markt verloren. Schwarmführer, Sie müssen diese feindlichen Panzer aufhalten. Gemeinde leidet schwere Verluste, Schwarmführer. Halten Sie
Ich kann sie aktivieren. Aufschalten. Hilfe, wir schießen da. Bomber. Ich brauche sofort Verstärkung. Der Feind greift aus allen Richtungen an. Wir werden von der Luft und von Artillerie geschossen. Ist denn keiner da, der uns helfen kann? Und auch, weil ich hin kann. Halten Sie die Stellung. Also, was passiert, wenn man nichts macht? Ich glaube, man kann das. Die Verbündeten können aufgeschrieben werden. Und diese scheiß Jäger, die mir hier vor der Nase rumfliegen, gehen wir auf den Sack. Entschuldigung, aber. Wo ist er denn? Normalerweise fliegen wir vor mir, wenn ich langsam werde. Und zwei. Ja, da. Jemand hat sie auf dem Kieker. Verdammt. Guter Start. Verfolgung aktiv. So, weil hier aber. Feindliche Landungstruppen sitzen am Strand fest. Greifen sie weiter an. Wir treiben sie zurück in die Bucht. Bestätigt, wir sind auf dem Weg. Wir werden hier komplett zusammengeschossen. Das ist kein Angriff. Das Boot habe ich schon. Ziel erreicht. Na egal. Das ist so. Da ist er, jawohl. Ziel zerstört, Captain. Veteran-Bombenpilot, jawohl. Wir müssen mehr zerschießen. Muss ich auch. Bomber sind jetzt auch nicht mehr auf meinem Ziel. Verstanden, Einsatzleitung. Ahnung, Rakete! Hier ist Dragon 2-6. Wir stehen unter schwerem Beschuss, aber der feindliche Vormarsch ist in Stock geraten. Gut gemacht, Spieler. Die Stadt ist wieder sicher. Wir haben alles erledigt, was das Gebiet hat uns entgegengeworfen hat. So schnell kommen die nicht wieder. Verdammt. Wir haben die Artemis-Jäger mit der Stadt gesichtet. Wir greifen die jetzt an. Storm Reaper, wir haben unverschlüsselte Funknachrichten des Feindes abgefangen. Das wird euch sicher interessieren. Wenn sie abrücken und fliehen, setzen sie ihnen nach. Wir nehmen Artemis frei in 8. Was ist das hier? 835. Was ist denn bekannt für ein Name? Der Fall auf dem Schiff und sind zerstört, jawohl. Was hat diesen Luftschutzpaket ist halt? Zwei? Er bricht nach links, Nachbrenner ein- und aussperren. Ich tauche rechts ab. Schnappe den Kerl und schieße ihn ab. Die haben mich in der Zeit. Zwar schnell aufschalten, aber langsam regenerieren. Danke für einen Sturzflug. Reaper,
Herr Oracle. Alter. Die Hälfte der Banditen wurde abgeschossen. Bestätigt, Oracle. Wir haben mindestens zwei Banditen abgeschossen. Das ist der letzte? Jawohl, das ist der letzte. Verwendet sich und Verdunst geht nichts aus. Das war's. Noch ein paar Abschüsse und wir haben sie. Ein paar Abschüsse, das ist der letzte. Und greift die abseits gelegenen Gegner an. Oh, danke für die guten Nachrichten. Ich kann nicht machen. Folge im Runterkämpfer. Schieß weiter, bitte die verdammten Bodenbohren. Fehlschuss, erneut Angriff. Waffe aufgeschaltet. Das war's. Oracle, hier ist Reaper 1-1. Alle Banditen. Heftig. Mein Schirm ist leer. Exzellente Arbeit, Reaper. Die übrigen Feindflugzeuge brechen ab und die Bodentruppen ziehen sich zurück. Gewonnen. Verstanden, Schwarm Reaper. Bravo Zulu. So viel zu diesen Verkerlhelden. Scheiße, doch eine Rakete. Zum Glück habe ich irgendwie nur wenig Schaden bekommen. Und doch auf Schuss. Ich bin es gewohnt, wenn eine Rakete 50% hat. Außer man fliegt ein gebanntes Flugzeug. Das wird es nicht dafür. Ich würde noch nicht feiern, Jungs. Das Trinidad wollte heute die brasilianische Regierung stürzen. Wird ganz sicher genauso hart zurückschlagen. Genauso von Krieger, merkt euch meine Worte. Genauso von Krieger. Ja, Trinidad hat versucht, die brasilianische Regierung zu stürzen, und das war noch kein Krieg oder was? Das ist doch hier. Also, wenn das kein Krieg war, dann wollen sie auch nicht. Ja, erfolgreich. Ja, suboptimal, gebe ich zu, aber scheißegal. War spannend. Und schauen wir mal, was uns das Ganze gebracht hat hier nach dem Story-Modus. Ach du Schande. Levelaufstieg. Noch ein Levelaufstieg. Level 9 sind wir jetzt. Noch ein Levelaufstieg. Das gibt's ja gar nicht. Veteran-Bomberpilot, Luftkampf-Grünschnabel, Grünschnabel-Jägerpilot und Luftkampf-Spezialist. Und wir haben freigeschaltet. Die Mir... langsam, Junge. Komm mal zurück. Wir haben die Mir freigeschaltet, habe ich das richtig gesehen? Da. Die Mir 5. Ich dachte, die Mir wäre eine Raumstation. Na gut. Wir sind Technical Sergeant Rang 1. Wir haben die AV-8B freigeschaltet. Wir sind Technical Sergeant 2. Haben die... Ach, Mir steht für Mirage. Die Mirage 2000C freigeschaltet. Sind Master Sergeant 1. Und haben Waffenpakete bekommen für den leichten Angriff für die A7B, für die MiG-21, für die Su-25 und für die MiG-25. Wie auch immer. Müssen wir nachher mal gucken. Und was, vor allem was da drin ist. Leichter Angriff und präzise Gefahrenabwehr, Langstreckenabfahren. Wir schauen mal, was die nächste Mission uns bringt, von uns verlangt und ich lese gerade meinen Namen hier, Firm. Und wie es dann weitergeht, ja. Und ich sage dann schon mal, bis zur nächsten Mission, Backfire.